übel am Zittern gewesen, gedacht, Alter, was ist jetzt los, was habe ich gemacht? Und der andere, der ist mit meiner XC zu sich gefahren. Irgendwas 35 Mal fahren ohne Fahrerlaubnis, 10 Mal Urkundenfälschung, wegen was ich dann auch wirklich angeklagt wurde. Also da kam ja noch so viel dazu. Und wie es Gericht war und das ganze Zeug, also es wird noch richtig interessant. So Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Motovlog. Der Tiki ist am Start und auch noch richtig oldschool mit der SX. So muss es sein. Wir waren gerade noch an einem Spot. Viel zu laut die Scheiße. Ich habe versucht mit der DT Wheelies zu machen, aber glaubt mir, mit der DT geht bei mir gar nichts. Also schon schade. Jeder sagt, es ist so einfach, aber gefühlt einfach zu schwer für mich. Ich muss erstmal wieder mit der EXC wheelen können. Bin ja voraus nach 3 Jahren kein Moped fahren. Das ist schon. Und ich war ja noch nicht so weit, dass ich es richtig gut konnte, aber egal. Oh, 2-Takt Untertourig, ist das sowas Geiles. Ja, also. Ihr wollt wissen, warum das damals mit mir passiert ist mit der Polizei, warum die überhaupt auf mich kam. Ich darf nicht so schnell fahren, weil seine Karre kurz übersetzt ist. Ich vergesse es die ganze Zeit. Also, es war 2017, Ende Oktober 2017, war ich dann mal fahren mit 2 Kollegen. Wir waren fahren, ich mit der EXC. Da waren wir an einem Baggersee oder an einem See. Haben eigentlich gechillt. Sonne haben wir genossen. Ja, und dann kam ein Anruf von meinem Vater. Ja, ich soll heimkommen, die Polizei wäre da. Und ich dann erstmal, okay, warum? Sag mir warum, sonst komme ich nicht heim und so. So. Und dann kam der Polizist ans Handy und hat auch gemeint, ja, sofort herkommen. Polizei ist da. Und ich so, ja, okay. So, ich dann natürlich übel am Zittern gewesen, gedacht, Alter, was ist jetzt los, was habe ich gemacht? Ja, dann sind wir heimgefahren. Der eine hat mich hinten drauf mitgenommen und der andere, der ist mit meiner XC zu sich gefahren. Oh Mann, das war eine Sache, ey. Ja, dann sind wir angekommen, ich hinten drauf, kam der Polizist her. Also da waren zwei normale Streifenwagen und ein Kastenwagen war da, also 3-mal Polizistenautos. Da denkt man sich halt auch erstmal, what the fuck, Alter, wen habe ich jetzt umgebracht oder so. Ja, dann kam er direkt her und hat gesagt, wo ist dein Moped? Wo ist das? Wo ist das Moped? Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe, aber ja, halt nicht hier. Und dann ging es los, da waren da schon 2 andere auf meinem Hof, die dann zufällig vorbei an meinem Haus vorbeigefahren sind. Die wurden natürlich dann auch noch rausgezogen. Und haben Punkte bekommen wegen Spiegel und keine Ahnung, was genau, weiß ich nicht mehr. Aber auf jeden Fall, glaub, beide einen Punkt und ein Bußgeld. Also ich habe da echt nicht verstanden, was jetzt abgeht. Und dann erstmal gesagt, ja, setz dich mal hin und so. Und dann kam die Belehrung, bla bla bla. Denk mal, du weißt schon, was es geht. Dann war mir langsam schon klar, ja klar, YouTube, Moped und so. Ja, ich wurde dann angeklagt. Ich glaube, das war irgendwas 35 Mal fahren ohne Fahrerlaubnis, 10 Mal Urkundenfälschung, 10 Mal Kennzeichenmissbrauch, 10 Mal Gefährdung im Straßenverkehr, 10 Mal Anstiftung zu fahren ohne Fahrerlaubnis. Also das war dann ein Haufen Zeug, wo ich mir dann echt erstmal gedacht habe, Alter, ich bin am Arsch.
Polizisten waren ziemlich nett, muss ich dann doch sagen. Aber da gab es natürlich immer den Besserwisser. Ich sage jetzt mal nicht den Namen, aber ich glaube, ihr wisst alle, wen ich meine, beziehungsweise alle, die hier nahe Ulm-Umgebung kommen, die kennen den Mann einfach. Und was man da schon alles gehört hat, also ich habe ja davor schon mal ein Video aufgenommen und habe ein bisschen was über den erzählt, ein paar Sachen, wo ich gehört habe. Ja, ich glaube, das hätte ich eh nicht hochladen können, weil ich da schon ziemlich viel Sachen erzählt habe. Ich muss noch überlegen, ob ich sowas machen soll, aber sorry, der Typ, der geht echt gar nicht. Ich kam zwar gut mit dem Maus, aber der Typ, also es ging echt gar nicht. Ja, dann ging's los, dann haben sie mich mitgenommen und dann musste ich erstmal zu meinem Moped. Ich war ziemlich ehrlich, ich habe eigentlich alles zugegeben, wo mein Motorrad jetzt steht und so. Ich habe zum Kollegen gesagt, fahr sie heim, baue sie auseinander, alles, baue sie einfach auseinander, habe ich gesagt. Natürlich hat er nicht mal die Sitzbank runterbekommen. Aber ja, woher soll er es auch wissen? Ja, dann ging es weiter zum Verhör. Aber ich denke, das werde ich im nächsten Teil erzählen. Ist jetzt zwar ziemlich langweilig, ich fahre bloß gerade blöd rum, aber ich gucke einfach, dass die nächsten Teile interessanter werden. Und da geht es dann um irgendwann am Schluss, was meine Strafe war. Wie viele Sozialstunden und so, Bußgeld, Führerscheinsperre etc. Da werde ich dann drüber reden. Und alles Mögliche, die ganzen Verhörungen und so, was die da gelabert haben und was, wegen was ich dann auch wirklich angeklagt wurde. Also das, da kam ja noch so viel dazu. Und wie das Gericht war und das ganze Zeug, also es wird noch richtig interessant. Aber jetzt nur mal so zum Anfang. Wieso, weshalb, warum ich, sag mal, verhaftet wurde. Also nochmal Kurzfassung für die, wo es nicht kapiert haben. Meine EXC war offen. Ich habe Videos gemacht mit der. Habe auch erzählt, dass sie offen ist. Habe ein paar Sachen aufgenommen, die sollte man vielleicht nicht aufnehmen und hochladen. Aber mein Gott. Also es war auf jeden Fall zu heftig, muss ich sagen, also das ganze Zeug. Ha. Ich glaube sogar darüber, ich bin mir aber nicht sicher. Ja, also dann haut rein, Leute. War mal wieder nett. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Seid gespannt auf die nächsten Videos. Ich bin gerade schon wieder so ziemlich verplant, aber egal. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Haut da rein.